So. Ist da irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Die halten hier fleißig. Ja, fahr halt dann zu, was ist haben. Alter, ja. Hallo! Hallo liebe Leute, ich grüße euch zur nächsten Folge American Truck Simulator. Es müsste die Folge Nummer 9 sein. Vor euch seht ihr hier einen vollgetankten LKW. Letzte Folge habe ich ja noch zum Schluss vollgetankt, ihr seht es. So, gucken wir mal, der LKW kann weiterfahren sozusagen. Ja, es geht weiter die restliche Strecke nach Elko. Dann richte ich mal hier wieder die Spiegel ein, alles, ne? Und dann fahren wir los. Rasten muss ich nur nicht, aber in der Folge werde ich wohl rasten. Ich muss jetzt da so rausschauen. Hilft nix. Na los, gib Gas. So. Schauen wir mal, ob wir es schaffen hier. Sollte schon gehen. Nun ja. Geht hier noch mal ein bisschen an Tonopah vorbei und nochmal quer ein bisschen durch Nevada. 350 Meilen, 360 Meilen haben wir noch. Aber wie ja alle wissen, in Nevada kann man schnell fahren, da sollte ich diese 360 Meilen schnell abspulen können. Und wer weiß, vielleicht bleibt da noch ein bisschen Zeit, eine kleine Fracht noch zu erledigen. So. Na, da will ich auch nicht richtig Gas geben. Da in Tonopah. Ja, jetzt darf ich da wieder 30 fahren. Jetzt sind wir wieder gerade so schön am Beschleunigen. Ist da wieder alles Asche. Die Geschwindigkeit. Naja. Naja. Wer wäre denn zu überlieben? Oh, grün? Nein, schaffe ich nicht. Das stimmt mich traurig. Trems halt. Naja, war gar nicht so knapp. Dass ich hier. Na. Der LKW will weiterfahren. Ja. Da musst du halten da gegen Verkehr. Was steht der jetzt da? Hallo, fahr da weg! Also, kommt da nicht mit der Kurve rum, schien zu viele Autos. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie wieder reinquetschen. Das ist hier immer gefährlich, da war ja schon öfter mal gestanden hier. Da muss man einfach ein bisschen schauen. Hält wieder keiner an. So, jetzt er. Der hält hoffentlich. Naja, der hat auch eine Bremse. Vollgas, Vollbremsung. So. Ist da irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Die halten hier fleißig. Ja, fahr halt dann zu. Was ist haben? Alter, ja. Hallo. Was machst du? Weiterfahren. Das sind eh die größten Tölpel. Dann halten sie an und da genau da, wo sie mir dann im Weg rumstehen. Da wäre er halt einfach weitergefahren, das wäre mir auch recht gewesen. Oder halt ein bisschen weiter vorne stehen, weil aber nicht direkt bei mir vor der Motorhaube. Naja. Nur lauter Blöde unterwegs. Ne, das ist hier der Standstreifen. Ja. Da muss ich nicht rüber. Autos hier mit Arizona gekommen. Ich hätte erst gedacht, es wäre so die Arizona-Polizei, also die vom Bundesstaat Arizona, aber die fahren jetzt hier auch in Nevada rum. Wahrscheinlich ist es so eine andere Polizei, irgendwie so eine Bundespolizei.
du hast überall fahren. Und was weiß ich, alle Leute festnehmen können, wie sie wollen. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht so weit gekommen, weil ich hier wieder durch Tonopah durchgeeiert bin. Wenn es so weitergeht, werde ich da froh sein, wenn ich rechtzeitig noch ankomme in Elko. Naja. Ich sag's auch gleich mal vorweg, also es wird jetzt erstmal aufnahmemäßig erstmal die letzte Folge sein, was ich jetzt in einem Stück sozusagen aufnehme. Also heute ist ja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie, heute ist der 28. Mai, genau. Am 7. wann kam es raus? 26. Ja, kam Arizona DLC raus. Also in der Zeit habe ich jetzt 9 Folgen aufgenommen. Auch schon 7 Folgen bis jetzt hochgeladen. Ja. Die 8., 9. Folge habe ich jetzt praktisch an einem Stück aufgenommen. Das ist jetzt die 9. Ne? So, nur so als Info zu meiner Aufnahmepraxis, damit ihr ungefähr einen Überblick habt. Und laut meinem Sendeplan müsste diese Folge jetzt, die 9. Folge, am 19. Juni erscheinen. Ja? Weil ich alle 3 Tage eine Folge und dann kommt es, glaube ich, am 19. Juni hin. Genau. Das heißt, bis 19. Juni kann natürlich viel passieren. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht irgendwie was sage zu irgendwelchen brennenden News bezüglich weiteren DLCs, vielleicht für American Truck Simulator oder auch Euro Truck Simulator oder irgend sowas, was halt mit der Spielwelt hier zu tun hat. Ja, weil ich davon noch nichts weiß, weil ich halt zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgenommen habe, eigentlich noch keine Infos hatte. Das kann sich aber jetzt in der nächsten Folge ändern. In der 10. Folge, die werde ich jetzt erstmal, werde ich mal Aufnahmepause machen, da werde ich jetzt erst irgendwie Mitte Juni wieder auf Folgen aufnehmen. Und wenn da sich irgendwas newstechnisch sich getan hat, werde ich das natürlich in der nächsten Folge, in der 10. Folge ansprechen. Und halt einfach meine Meinung dazu sagen, so, ne, was ich davon denke und was ich mir erwarte, was ich mir erhoffe. Vielleicht kommen ja schon Infos zum nächsten DLC, der was dann wahrscheinlich was kosten wird. Ich habe ja schon mal gesagt, in einer der letzten Folgen, ich tippe auf Oregon. Das würde mir persönlich auch gut gefallen. Naja. Das wäre mal wieder nicht so ein Wüstenstaat jetzt wie Arizona, Nevada, Kalifornien. Da ist ja der größte Teil alles nur Wüste. Und Oregon wäre halt schön grün alles, ne? Das wäre natürlich auch schöner. Würde mir persönlich besser gefallen, als wenn sie jetzt irgendwie noch New Mexico oder Utah oder irgendwie sowas reinbauen, wo damit auch nur Wüste ist, ne? Ist ja langweilig. Was will man denn mit der ganzen Wüste? Aber könnt ihr gerne auch in den Kommentar reinschreiben, was ihr euch wünscht. Falls noch die Infos noch nicht raus sind, was ihr euch allgemein, kann man ja allgemein formulieren, was ihr so wünscht, wie es weitergehen soll, aber ich bin für Oregon. Und dann geht es ja noch weiter nach Norden, da ist ja noch, glaube ich, Bundesstaat oben heißt Washington. Dort ist ja auch in Washington, in dem Bundesstaat, ist ja, glaube ich, auch das Hauptquartier von Valve, also die was Steam machen. Das wäre dann auch vielleicht so eine Idee, wenn sie dann noch weiter nach Norden gehen, nach Washington, in die Stadt halt, wo Valve seinen Hauptsitz hat, da die auch mit Valve verbunden sind, der American Truck Simulator, und da auch zusammenarbeiten. Wäre es vielleicht auch interessant, dass man da vielleicht so frachtmäßig irgendwas machen könnte, dass man zu dem Valve Hauptquartier fährt und eine Ladung Computerspiele abholt oder so. Soweit man das überhaupt noch macht. Denkt man nicht, dass die selbst CDs pressen für die Computerspiele. Aber ja, eine irgendeine andere Fracht, was weiß ich. Aber oder halt zumindest, muss ja nicht ein Frachtort sein, wo was hinfährt. Das kann ja einfach so halt in der Stadt halt dann einfach als Gebäude dastehen, so als Sehenswürdigkeit. Ne? Fände ich vielleicht nicht schlecht, aber mal schauen. Da müssen sie sich halt, müsste halt SCS-Software sich irgendwie einigen. Mit Valve, ne? Mit Steam. Aber das wäre jetzt nur so Spekulation, das kommt wahrscheinlich nicht. Das ist Unsinn, glaube ich, aber kann ja sein, ne? Man weiß es nicht. Oh, jetzt muss ich hier abbiegen.
Kommt da was? Kommt da was? Nee. Vollgas weiter. Oh, jetzt geht's bergauf. Da vorne ist eine Raststätte. Okay, da könnte ich eventuell eine Rast machen. Eine Stunde. Schauen wir mal auf die Karte, was da so kommt. Ja, das schaut eher schlecht aus. Da müsste ich fast hier rasten, weil da nichts ist so direkt. Ja. Wo sind das? Hier ist die Rest-Area. Ja, es hat noch ein bisschen viel Lenkzeit übrig eigentlich. Weil, glaube ich, da die ganze Strecke fahre. Das war wieder der Pfosten, ganz knapp hier. So, da reste ich hier. Scheiß drauf, ist ja wurscht. Ich mag halt immer möglichst gut die Lenkzeit auskosten. Und in Richtung überziehen. Lenkzeit, aber man darf halt nicht zu krass überziehen, das ist halt auch nicht so gut. Dann kriegt man, wie ich schon öfter sagte, Sekundenschlaf und dann baut man einen tiefen, schweren Unfall. Und naja, und dann die ganzen 3 Stunden da noch. Da hätte ich über 2 Stunden so fahren müssen, ohne mit Müdigkeit. Das wäre vielleicht ein bisschen zu heftig gewesen. Oh, Licht, Licht an, Fernlicht, ja. So. Ja, 118 Meilen noch. Schön bergab, da kann ich Gas geben jetzt. V-Kamera. Ich finde die KV-Kamera immer auch schick, so zum Aufnehmen auch. Es gibt immer schöne Bilder so von der Landschaft und vom LKW. Ich habe doch hier. Ja, so Blinklichter gibt es hier gar nicht für einen LKW. Es gibt zwar, wir haben es ja irgendwann mal gesehen, da gab es so ein Trailer, der hat ein Blinklicht hinten dran. Aber für einen LKW gibt es sowas noch nicht. Da fehlt ja einiges. Da fehlt ja auch im Vergleich zum Eurotruck-Simulator, da fehlt ja einiges so an Accessoires, was man ranbauen kann. Jetzt haben sie ja zwar mit Patch 1.3 wieder ein bisschen was dazugefügt, aber es fehlen halt so diese fetten Lampenbatterien, was man sich vorne dran kleben kann am Führerhaus. Ne? Da kann man ja Stadionflutlicht sich vorne ranbauen an den LKW bei Eurotruck-Simulator, wenn man möchte. Ne? Oder eine Hupenparade, also oder eine Hornparade oder Trötenparade, wie auch immer. Ja, da habe ich einen letztes Mal gesehen im Multiplayer, da hat sich die komplette Stoßstange vorne, den ganzen Stoßdämmer, diesen Bullenfänger, dieses Gitter da vorne und oben alles komplett mit Hörnern, vorher mit Tröten voll gemacht. Das sah dann irgendwie voll irre aus. Aber das ist mir ein bisschen too much halt. Aber der wollte halt dann Spaß machen, ne? Sag ich mal. Sowas fehlt halt hier noch, weil jetzt haben sie zwar das Horn, SR-Horn nennen sie es ja, eingefügt. Hier, habe ich ja schon gesagt, aber es ist halt noch so ein Standard-Kindergeburtstag-Horn. Ne? Da fehlt halt noch dieses tiefe Dröhnen halt, was man sich bei Eurotruck reinhauen kann. Aber gut, wird schon noch kommen. Entweder kostenlos oder als kostenpflichtiger DLC. Ich würde eher erwarten, kostenlos, weil ich glaube nicht, dass sie das bringen. Das sind Sachen, die was standardmäßig bei ETS dabei sind, dass sie jetzt beim Euro, beim ATS dann auf einmal Geld dafür haben wollen, dass das auch dabei ist. Sondern die werden halt das weiterhin so machen, wie sie es ja schon mit dem Real Tuning Pack gemacht haben, dass sie halt für beide Spiele sozusagen einfach gleiche DLCs rausbringen. Könnte sich halt dann einer, man kann es dann für beide kaufen oder halt für das Spiel, was man lieber spielt. Naja, ich werde zwar dann dieses Wheel Tuning Pack kaufe ich mir, wenn es sobald es irgendwann mal im Angebot gibt. Wenn da mal irgendein Rabatt ist, vielleicht so 50%, vielleicht sogar ein bisschen weniger, mal schauen, werde ich es mal auch holen. Weil ich finde es schon ganz geil, dieses Wheel, wenn man die Felgen so ein bisschen pimpen kann, sieht schon nicht schlecht aus, finde ich.
Aber 3 Euro zahle ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ideal wäre halt, wenn man beide bekommt für 3 Euro. Zwei für Preis, zum Preis von einem sozusagen. Oder meine beide für den Preis von 4 Euro, irgendwie sowas, vielleicht würde ich es mir dann auch holen. Jetzt bin ich jetzt schon wieder fast da. Gelände. Was ist das für eine Firma? Galon. Ach ja, ist auch zur Raffinerie. Also von Raffinerie zu Raffinerie quasi. Ja, wie ich auch schon sagte vorher, also die Folge werde ich jetzt nicht mehr direkt danach noch aufnehmen. Das führt auch automatisch dazu, dass ich ohne Aufnahme einfach mal so weiterfahren werde. Also ich werde jetzt dann praktisch Folge 10, werde ich höchstwahrscheinlich nicht hier in Winnemucca bei der Ölfirma oder bei der Raffinerie starten, sondern irgendwo anders. Es kann natürlich auch sein, dass ich wieder in Winnemucca starte, wenn ich zufällig in dem Tag, wo ich sage, oh, jetzt nehme ich was auf, zufällig die letzte Fahrt mich vorher, praktisch vorher nach Winnemucca geführt hat, dann kann es natürlich auch sein, aber sagen wir mal so, ist es relativ unwahrscheinlich. Zumal ich wahrscheinlich dann mir auch irgendwie so das plane, dass ich vielleicht irgendwo was aufnehme, wenn ich eine schöne Tour irgendwo am Grand Canyon entlang machen kann oder irgendwie sowas halt, ne? Dass man da ein bisschen was zu sehen bekommt in der Aufnahme. So, jetzt sind wir da. Da ist noch alles Parkplatz voll, die Nachtschicht ist schwer am Arbeiten, so wie es aussieht. So, jetzt muss ich da hinten irgendwie rein. Ja. Wie mache ich das immer? Da fahre ich hier so links rein und setze zurück. Oder geht doch. Beziehungsweise, ja, das sieht nicht so gut aus. Das ist besser, wenn ich jetzt nochmal gerade fahre. So ist es besser, weil dann komme ich da natürlich deutlich besser rein. Vor allem jetzt sehe ich auch hier beim auf dem Fenster rausschauen, wo ich hin muss. Schon hin. So noch. Ja, komme ich gut rein. Ja, so noch. Ja, komm schon. Grün. Jawohl. Perfekt. Ja, absatteln. Dann sind wir da. Perfekt. Ausgezeichnet. Jawohl. Ergebnisse zeigen. Ja, Fett Geld, Fett EP. Ja, Level Up hatte ich ja schon. Bei der letzten Fracht. Ja. Dann wär's das wieder für diese Folge sozusagen. Dann packe ich mich jetzt hier ein. Mach das hier alles aus, wie immer, damit man ein schönes Bild zum Abschluss hat. Gut, hier bin ich auf der Raffinerie. Nächste Folge, 10. Folge wird erst etwas später aufgenommen, werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich woanders starten, aber das werdet ihr dann schon sehen. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wünsche euch eine schöne Zeit, alles Gute
und bye bye.